Begleitet mich auf ein grenzgeniales Wochenende am Gardasee. Zwischen Mountainbike, Dolce Vita sowie Wassersport habe ich einiges erlebt. Der Ampel läuft schon, aber es ist richtig schwül. Und dementsprechend läuft mir auch der Schweiß runter. Hier ist gar nicht so steil, obwohl es eine Betonrampe ist. Aber gerade eben hängt sich schon rein. Und es ist so komisch diesig. Die ersten 250 Höhenmeter habe ich in den Beinchen. Es läuft gut. Es ist nur wirklich krass schwül. Und ich habe so das Gefühl, ich habe nicht so viel Glück mit dem Wind. Weil hier fühlt sich schon ein bisschen windig an. Zum Glück, sonst wäre es noch heißer. Aber der See ist komplett flach. Also da tut sich echt nichts. Vielleicht am Nachmittag dann. Und das ist das Coole für mich am Gardasee. Da kann ich halt sowohl biken als auch kiten. Und dementsprechend gibt es immer was zu tun. Das sieht immer krass beunruhigend aus. Oftmals fliegen die hier aber auch Übungsflüge. Vielleicht ist es wieder so eine Übung. Ich weiß es nicht, gesehen habe ich noch nichts. Aber dann ist die Auffahrt interessant, aber laut. Weil so ein Heli macht natürlich echt immer Vollgas leer. Dadurch, dass ich noch nicht hochgeflogen werde, hilft für mich alles nichts. Ich muss weiter treten und dann kommt aber auch die Auflösung des Rätsels. Ja, vermutlich wird das so eine Übung sein. Krass, wie viele da jetzt sind. Das heißt, es wird eine laute Auffahrt. Thank you. Wow, es sieht schon immer richtig krass aus. Und ich finde es immer sehr beruhigend zu wissen, dass nur geübt wird und nicht wirklich jemand in Lebensgefahr steckt. Übrigens sind einige Trails wegen Steinschlag geschlossen, zumindest Teile davon. So zum Beispiel der untere Teil vom 601er. Jetzt habe ich 750 Höhenmeter geschafft. Mittlerweile eine Mütze auf, weil es voll sonnig war. Jetzt geht's wieder. Der Aussichtsfelsen ist aber immer besetzt, deswegen bin ich jetzt gleich durchgefahren. Mit Wasserzapfen bin ich seit 85 Minuten unterwegs. 800 Höhenmeter, 10 Kilometer. Es ist so warm. Ich sterbe vor Hitze. Das ist man gar nicht gewohnt, weil es ist nie so warm. Und dann also bäm. Aber gut, noch so 200, nicht mal mehr ganz 150. Dann Aquadoro und ab in den Trail. War am Nachmittag. Gestern hoffentlich Wind zum Kitesurfen. Im Trail fahre ich ja wirklich immer mit Knieschonern. Jetzt gibt es neue von Ion und ich hätte nicht gedacht, dass ich beim Schoner nochmal so viel tun wird. Die sind super leicht und fühlen sich richtig gut an am Knie und sind sogar ein bisschen länger. Schlüpfen wir mal rein. Das Einzige, was glaube ich schwierig wird, ist reinschlüpfen, weil ich schon so verschwitzt bin. So sieht das ganze Gewusel bei mir dann aus. Ging doch alles viel besser als befürchtet und schon hatte ich sie an. Ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, dass ich einen Schoner so gut anfühlen kann. Es macht richtig Spaß, den anzuhaben. So, hey ho, let's go! Meine Aufnahmen mache ich heute hauptsächlich mit der Insta. Einmal hier die neue X4, diesmal so montiert. Das habe ich in einem Reel von jemand anders gesehen, das teste ich. Und einmal hier über den Chest Mount kommt dann die Go-To rein. Da gibt es ja mittlerweile die 3S. Wow! Die habe ich leider noch nicht. Mal gucken. Aber die Go-To mag ich richtig gern. Ja, die Aufnahmen sind jetzt mit der X4 und da muss man schon zugeben, das ist halt auf der Straße was anderes oder bei so ganz ruhigen Forststraßen. Hier im Trail wird es schon ordentlich geschüttelt, wenn es da vorne dran ist. Und man konzentriert sich dann auch sehr auf die Kamera, weil die so rumhüpft. Also die Stabilisierung funktioniert gut, aber trotzdem hüpft die halt ganz schön.
Das ist der Coast Trail vom Monte Altissimo und das ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingstrails. Heuer ist die Originaleinfahrt allerdings von Holzfällarbeiten betroffen, aber zum Glück gibt es da so eine kleine Umleitung, also quasi ein bisschen Richtung Panoramafelsen und dann links rein, ist auch mit Schildchen beschrieben. Voll gut. Erstmal habe ich ihn nicht gefunden, da war ich schon ganz traurig, aber jetzt alles beim Alten, kann man super fahren und macht nach wie vor so viel Spaß. Regnet wieder ein bisschen und das ist echt betrogen. Auch schon der geringste Nässeglad macht es einfach schmierig hier. Viel schmieriger, als wenn es komplett trocken ist. Ich kann das noch ein bisschen aussitzen. Ich habe ein bisschen gewartet jetzt. Aber wenn nicht, das fängt wieder an. Offiziell hat es heute nämlich gar nicht regnen sollen, sondern erst abends so um 6. Der Teil, der hier zwischen den Strommasten über die Festplatte führt, ist der typische Coast Trail Abschnitt für mich, weil man einfach grenzgeniale Aussicht zum Gardasee hat. Nur diese Platten müssen wirklich trocken sein, sonst machen die so gar keine Freude. Ich hatte aber dann doch noch Glück, es hat zwar schon ein bisschen getröpfelt, aber die Platte ist noch einigermaßen trocken geblieben und von dem her konnte ich noch gut runterfahren zum Glück. Denn die schieben zu müssen ist immer so ein bisschen frustrierend, wenn man vor allem weiß, dass man sie ja eigentlich fahren kann. Und ja, von dem her alles gut gegangen. Ich nehme euch aber nicht nur mit auf den Coast Trail, sondern ihr werdet noch einiges andere mit mir erleben. Wir gehen auch noch zusammen aufs Wasser, fahren noch eine andere Tour und es gibt noch ordentliche Action vom Wetter her. Also von dem her, dranbleiben lohnt sich. Den Coast Trail haben wir jetzt gleich mal geschafft. Hier gibt es noch ein paar Special-Abzweiger. Die habe ich auch irgendwo online auf Komoot. Da kann man nämlich wirklich bis ganz unten Trail fahren. Das machen die meisten nicht. Aber ich finde es richtig cool, dass es die Möglichkeit gibt. Kein Windradl, von war ich schon, also Prost. Schreibt mal in die Kommentare, wer Ali noch kennt, das Phantom. Ist schon lange her. Tröstlicherweise gab es zumindest richtig viel zu beobachten, wenn schon kein Wind war. Ich habe den Abend dann recht gemütlich angehen lassen, doch hinten raus wurde es knapp, denn auf einmal ging es los. Ihr werdet gleich mitkriegen, was ich meine. Nach dem Pizzaessen habe ich es gerade so noch trocken zurückgeschafft und dann kam voll das fette Unwetter. Ich habe es euch ein bisschen im Schnelldurchlauf festgehalten. Es hat so stark geblitzt, dass der Himmel kaum mehr dunkel geworden ist und echt extrem stark geschüttet und gestürmt. Zum Glück ist aber nichts passiert, außer eben, dass das Wohnmobil ganz schön gewackelt hat und es mir kurzzeitig alle Fenster aufgeschossen hat. War alles fein. Am nächsten Morgen war es dann auch endlich soweit, die Sonne war wieder da und es hatte richtig guten Wind. Ich habe mich nur leider zu spät fürs Kitesurfen angemeldet, weshalb ich nur noch wingen konnte, aber ich habe eh auch vor, das zu lernen. Dementsprechend vielleicht gar nicht so schlecht. Zur Sicherheit habe ich mich ein bisschen raufschatteln lassen, damit ich auf keinen Fall zu sehr abgetrieben werde, sondern wenn ich eben ein bisschen Höhe verliere, dann zumindest wieder bei der Basis rauskomme. Der Shuttle kostet 15 Euro, finde ich voll okay. Dafür, dass man dann eben sicher wieder zurückkommt. Für mich ging es ab aufs Wasser. Wingfoil-Profi bin ich allerdings leider noch keiner. Also ich kann hin und her dümpeln, aber ich komme selten ins Fliegen. Ich habe so den Verdacht, dass man beim Ausleihen auch meistens fast ein zu kleines Foil bekommt. Zu kleinen Wing bekommt. Und ja, vielleicht muss ich mir da mal einen größeren schnappen. Kurze Erholungsphase beim Mittagessen und Nachmittag gab es dann wieder Wind und diesmal habe ich es auch tatsächlich zum Kiten geschafft und das funktioniert schon
um einiges besser ist. Deswegen voll, da kann ich zumindest fleißig hin und her fetzen. Auch wenn ich mir jetzt für die nächsten Male vorgenommen hätte, das Springen auszuprobieren. Das habe ich mir diesmal natürlich noch nicht getraut, weil es war extrem voll, zumindest für meine Vorstellung. Da war so ein Partyboot, das hat gratis Bier verteilt an alle, die nah genug rangefahren sind und das Ärmchen ausgestreckt haben. Und ja, es war einfach die Hölle los. Einer meiner größten Feinde ist die Fähre im Gardasee, also das Traghetto. Aber ich habe mich da schon voll nah reingetraut, habt ihr es gerade gesehen im Hintergrund. Also man muss immer ein bisschen abwägen, weil es sind ja auch ganz viele andere Kater unterwegs, wo man genug Platz hat. Und ich will da nicht zu nah ran an diese Fähre, weil dafür bin ich mir einfach noch zu unsicher. Aber ich war jetzt doch schon ein paar Mal auf dem Wasser und bisher alles fein. Ich glaube, die Angst habe ich ganz umsonst. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das auch komisch findet. Also wenn ihr ein bisschen kalt surft, ob ihr da auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl habt oder ob ich da ganz alleine bin. Das würde mich sehr interessieren. Und genau das macht den Gardasee dann so viel besser für mich als viele andere Regionen, dass ich dann nach dem Kalten sogar nochmal auf den Berg kann, in dem Fall dann mit dem EMTB, damit alles ein bisschen schneller und einfacher geht, weil ich dann doch meistens ganz schön fertig bin nach der Kaltrunde. Aber das ist so schön, dann nochmal so ein bisschen die Abendstimmung am Berg mitzubekommen. Ich finde es einfach nur genial. Nach dem Kalten oder wenn es nachmittags keinen Wind hat, dann empfiehlt sich ja immer der Monte Altissimo. Wohingegen, wenn es vormittags keinen Wind hat, dann ist die Passo Rocchetta-Seite auch ein echtes Highlight, weil da dann die Sonne so richtig schön drauf leuchtet. Auch von der Seite habe ich euch ein paar Ausschnitte meiner Abfahrt reingenommen. Da gibt es natürlich auch deutlich leichtere Trails, aber für mich ist die Abfahrt von Punta Lerici immer besonders schön. Ist zwar mit kompletter Absturzgefahr, also das brauchen wir nicht verschönern. Wenn es da bergab geht, dann gibt es keinen Morgen mehr. Aber wenn man sich sicher ist, dann ist das eine Runde mit Wahnsinnsausblick und einfach ganz genialen Erlebnissen, wie ich finde. Wenn man dann einen richtig gefährlichen Part überstanden hat, dann wird es erst so richtig schwierig, denn dann ist es zwar nicht mehr so absturzgefährlich, aber dafür wird der Trail dann schwer. Hier bin ich dann schon wieder auf der ganz normalen Straße zwischen Bregasina und der Ponale-Straße. Auch von dort aus hat man wunderschöne Blicke auf den See und kann dann ja noch zum Trail zum Ponale-Hotel abbiegen. Der ist aber auch wiederum gar nicht so einfach. Videoschneiden oder auch wenn ich mir selbst einfach die Bilder vom Gardasee anschaue, dann bekomme ich schon wieder Sehnsucht. Am liebsten würde ich gleich wieder hinfahren, wieder auf die Berge, ins Wasser. Es ist so, so wunderschön. Aber es hilft nichts. Jetzt muss ich mich erstmal mit dem Video vertrösten. Die nächsten Videos folgen immer Donnerstag 16 Uhr und dann hoffe ich, dass es auch wieder bald zum Gardasee gehen wird. Für mich. Bis bald. Danke fürs Zuschauen und tschüss.